Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ja, heute, einen Tag später, am 20.06. um kurz vor 8 in der Früh. Ja, deswegen meine Stimme noch etwas verhalten. Aber wird es im Laufe der Aufnahmen, denke ich, mal klären. Jo, genau. Gestern waren wir soweit hier durchgekommen mit dem Bereich. Können jetzt zu Tony D'Orazio, so hieß der, glaube ich, ne? Tony D, genau. Haben jetzt die Auswahl, entweder wir betreten direkt die Lobby, ne? Und machen ein bisschen Rambo-Taktik. Oder aber, wir klauen das Auto von, wie hieß der Kollege nochmal? Dominik, genau. Voll komisch mit CK das zu sehen. Ja, und schleichen uns da mehr oder weniger rein. Was auch der Weg ist, den ich jetzt erstmal präferieren würde. Deswegen, ab zu Dominiks Auto. Das sah aus, als würde er eine Limousine fahren, ne? Also gerade. Gestern in der Sequenz zumindest so aus. Aber warte mal, ich muss gleich mal ein bisschen lauter machen, weil ich habe echt schleißen Sound. Wo habe ich denn so leise gemacht gestern? Achso, genau, ich habe noch ein bisschen, genau, gestern PlayStation Store gestöbert, als ich telefoniert habe. So war das, genau. Ah, okay, das Auto wird auch bewacht, wie man sieht. Oder sind die in der Bar? Nee, es wird bewacht. Okay. Oh, Medizinkasten. Geil. Ich habe nämlich keine mehr. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich sehe gerade hier am Pulle. Hui! Entschuldigung. Warum flüsterst du? Ist Tony Dominik erledigt? Du spinnst doch völlig, Mann. Das dauert 6 Monate. Mindestens. Scheiße. Okay. Egal. Euch geht gut? Ach komm. Aufgeschissen, wir machen das einfach jetzt so, wie es ist. Und zack. Ich hoffe, der andere ist jetzt ein bisschen irritiert. Ja, ist er. Gut. Gar kein Problem. So, jetzt gehen wir trotzdem nochmal in die Bar. Das Lustige ist, ich habe da jetzt jemanden umgebracht. Oh, falsche Tür. Er hat die nicht interessiert, aber wenn ich jetzt den Medizinkasten klaue, ne? Dann geht's aber ab für den Mark hier. Ach komm, Geld aus der Kasse nehmen wir auch noch mit. Dankeschön. Ja gut, sind nur 41 Dollar. So. Einmal Medizin ist gut. Ich habe keine schusssichere Weste. Ich weiß nicht, was im Hotel abgeht. Keine Ahnung. Das werden wir gleich jetzt erfahren. Ah jo, wir können ja jetzt unbemerkt Autos stehlen. Stimmt, stimmt. So, erledige Tony D'Orazio. Schleiche ich in das Royal Hotel, fahre in die Garage des Royal Hotels. Royal. R-O-J-E-L-L. So, okay, warte, muss erstmal, stopp. Erstmal lauter machen. So, jetzt höre ich auch wieder was. Wo ist denn das Parkhaus? Hier soll ich ja bestimmt nicht parken, oder? Ach so, okay. Ja, Tiefgarage, perfekt. Ich habe jetzt mir den Code vom Aufzug selbst jetzt nicht gemerkt, ne? Also. Das hier aber auch. Ich muss ja offensichtlich irgendwo eine Kamera sein, ne? Also ich weiß nicht, ob Dominik jetzt irgendwie einen Sommerurlaub vorher hatte und ich deswegen vielleicht ein bisschen brauner sein könnte. Aber okay. Ah, geile Mucke. Benutze den Aufzug. Aber das finde ich auch so super, dass man hier in der Tiefgarage noch ein bisschen Störsounds hat. Nettes Detail. Oh, das nochmal in Medizin. Ich brauche Medizin. Ganz viel. Entschuldigung. Was ist das? Achso, das ist eine Shotgun? Da liegt doch eine Knarre. Und darf ich die hier nicht nehmen? Okay, jetzt habe ich viel zu spät zugehört. Also macht ja nichts. Nehmen wir dich mal zuerst aufs Korn. Du Scheiße. Ja, ich glaube, der. Ich wollte gerade seine Witz gesehen haben. Stanze! So. Mein Gott! Alter, Linken! Warte mal halblang, ey. Ein Viertel lang würde die auch schon reichen. Ah, guck mal, da hinten ist noch ein Typi. Och, den lasse ich jetzt erstmal Typi sein. Ich will jetzt erstmal zum zweiten Medizinkasten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkomme, ehrlich zu sein. Ist hier noch ein Durchgang? Ah, perfekt. Ja, aber ich brauche Medizin, ne? Also ich. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn ich die ganze Zeit einfach ohne Medizin rumkräuche, ne? Es ist immer fast schaffe und dann kurz vor Ende kaputt geht, weil ich kein Medizin mehr habe und ich mich nicht mehr heilen kann. Es geht hier nämlich sehr schnell, wie ich festgestellt habe. Aber hier unten das. Ah, okay. Weil ich habe ja letztes Mal bei letzter Aufnahme gesagt, ich habe ja ein bisschen offscreen die ganzen Kram hier eingesammelt. Und ich wusste halt nicht, wie ich an einen Playboy oder was auch immer das war, rankomme. Und, so. Das kann natürlich sein, ne? Das ist jetzt hier ein relativ großer Bereich ist hier unten. Und das mir vielleicht auch den Zugang ermöglicht. Wer weiß. Aber, okay, der bringt mich ja nach oben, der Aufzug wahrscheinlich, ne? Na gut, ich nehme mal schon mal mit.
Nachladen kannst du auch mal eben schon mal in der Zwischenzeit. Sorry, dass ich jetzt hier nochmal ein bisschen rumstocke. Aber wenn ich das hinterher mache, wenn ich auf dem Rad bin, dann wäre ich wahnsinnig, ne? War das der vielleicht sogar? Na, keine Ahnung. Nee, glaube ich nicht. Irgendeiner, ach egal. Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Notfalls muss ich dann halt mal im Internet nachgucken. So, dann nehmen wir erstmal ein Aufzügchen. Na, weil Tiefgarage, das ist halt schon vielversprechend, ne? Na klar, ich habe jetzt natürlich nicht damit gerechnet, dass es hier irgendwo eine Abfahrt gibt. So, nehmen wir mal, ne? Okay, dann drück ruhig die Luft. Hauptsache, der Aufzug funktioniert. Man hat mir erzählt, dass irgendein Dreckskerl rumrennt und unser ganzes Zeug in Stücke haut. Ich will wissen, was zum Teufel da los ist. Hast du gehört? Die Lautstärke war ausreichend, danke. Was? Ich habe bereits angemessene Maßnahmen eingeleitet, um die Sache zu regeln. Du kannst mir vertrauen. Ich habe alles im Griff. Das will ich auch verdammt nochmal hoffen. Wenn die Sache mit dem Richter schief geht, steht uns die Scheiße in 0,9 bis zu Hals. Wir haben nichts Bedeutendes verloren, außer ein paar Männern. Und die sind ersetzbar. Oder anders gesagt, es gibt nichts, was leichter zu ersetzen wäre. Shell sind diese Penner scheißegal. Das Einzige, was ihnen interessiert, sind die Leute, die wirklich wichtig sind. Verstanden? Oh ja, ich habe verstanden. Und ich gebe dir mein Wort, dass alle Zahlungen weiterlaufen wie geplant. Keiner unserer Partner muss sich graue Haare wachsen lassen wegen unserer momentanen Schwierigkeiten. Ja? Okay. Ich verlass mich auf dich, Tony. Bau keinen Scheiß. Auf Wiederhören. Doch, der ist ein cooler Typ. Den finde ich eigentlich echt okay. Schade, dass den werde ich wahrscheinlich nicht anwerben können. Na, egal. So, okay. Ah, okay, hier gibt es auch nochmal ein Treppenhaus. Gehen wir jetzt mal hier lang. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo ich hier bin. Aha. Irgendwas. Alter, sind da viele. Medizinsachen und alles. Okay, hier ist nochmal ein Aufzug. Es ist voll, voll kryptisch hier alles. Ja, weil der Licht hier, das Blaue, das ist nämlich jetzt unter mir. Oh Mann. Oh Mann. Nee, die Trench will ich nicht, die ist doof. Die ist sehr ungenau. Ich darf hier nicht runterfahren, okay. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Machen wir später mit den Sammelgedönskirchen. Kümmern wir uns jetzt erstmal um den Deratio. Deratio Farm. Ist jetzt noch keine Gegner aktuell. Okay, hier sind schon mal die ersten. Oh, sind sogar einige. Nimm den Rest des Tages frei. Ist auch nicht schlecht. Gefällt mir. Hallo. Okay, die Sache ist die, Abgeordneter. Als Mr. Deratio einen sehr großzügigen Beitrag zu ihrem Wahlkampf geleistet hat, war das wegen der Versprechen bezüglich dieser Grundstücke in der Innenstadt. Gut dokumentierte Spenden übrigens. Soll keine Drohung sein, Sir. Nur eine Erinnerung. Na gut, tun Sie das. Wir warten dann auf Ihren Anruf. Danke. Auch nicht schlecht. Schön Bürogangster, ne? Kommt's klar? Uiuiuiui. Okay, der wird die Leiche sehen. Das heißt, ich muss den vorher mir irgendwie schon mal etwas schnappen. Wo gehst du lang, Kollege? Ja, okay. Hallo. Du hast nichts mitbekommen, ne? Scheiße, etwas mitbekommen. Scheiße. Aufs Maul! Okay, jetzt geht's ab für den Mark. Zu viel zum Thema reinschleichen, ne? Fuck. Okay. Die mit den dicken Waffen müssen immer ganz schnell weg. Heilen. Alter, du kleine Drecksau. Mann, ey. So eine Pennerficke. Genau. Okay, ich glaube aber wenigstens ist, glaube ich, das Stockwerk jetzt erstmal soweit. Ja, noch nicht ganz safe. Einer ist da hinten noch. Kriegen wir aber so hin, denke ich mal. Okay, ist auf der anderen Seite. Oh Mann, ey. Da haben die mich schön gebumst. Gut, war blöd von mir, ne? Also, klar. Aber gut. Man muss auch mal was riskieren, ne? So, wieder auf der anderen Etage. Okay. Sind jetzt doch schon mittlerweile ein paar. Wir kriegen alle ein Stück von ihm. Aber ich zuerst. Scheiße. Alter. Okay. So, okay. Das war jetzt wichtig.
Diese Shotgun-Chippies, ich mag sie nicht. Okay, ich wollte eigentlich den Gewehr-Chippie haben, aber ist nicht schlimm. Oh nein, schon wieder ein Shotgun-Chippie. Nummer 1. Nummer 2. Och du Heilige, was hab ich denn da gemacht? Das ist richtig assi von mir. Der lag schon und ich habe ihn trotzdem nur abgeballert. Aber okay. Dafür sind die auch in der Überzahl. Darf ich auch mal ein bisschen assi sein. So, dankeschön. Oh, was ist das? Ach, die Hartmann. Nee, komm. Weil die Pistole, die ist schon echt gut, die ich hier habe. Die ist echt genau. So, sonst ist hier erstmal alles soweit safe. Geld nehmen wir natürlich auch alles mit, was wir kriegen können. Was ist das? Schöne Stadt, doch. Die ist noch im Bau, so wie es aussieht. Ein paar Blaupausen, was ist das? Paradiso. Was hat die da in der Hand? Ah, ich glaube, das ist so ein Korb mit Gold, kann das sein? Ich glaube schon, ja. Wofür? Okay, das hatten wir doch schon mal hier so ähnlich, ne? So eine Tafel. Keine Ahnung, was das für eine Bedeutung ist. Aber okay. Gut, ich glaube, das Stockwerk ist erstmal sicher. Oh. Ich habe die Pizza runtergespissen. Aha. Ja. So. Einmal einen Warnschuss noch gegeben, extra vorher. So nett bin ich noch. Bist du jetzt da drin, Toni? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Hallo. Nee, wir können noch weiter hoch, okay. Okay. Hier kommst du nicht vorbei, Digga. Habt ihr schon alle. Ja, okay, alles klar. Wäre auch zu schön gewesen. So. Einer ist weg. Ja, schade, hat leider nicht ganz gereicht. Nein! So. Wollte gerade sagen, irgendwann muss er doch keinen Bock mehr haben, auf mich zuzurennen, oder? Scheiße. Kleine gehört mir. Ja. Oh. Wer dir in die Deckung gegangen ist. Badass Motherfucker. Okay. Ja, da ist die Vase im Weg. Danke, dass du deine eigene Deckung weggeballert hast. Ach, scheiße, das war dumm. Schlechter Zeitpunkt. Gucken wir mal, ob wir mit der Granate reißen können. Oh, hat sogar was gebracht. Ich bin überrascht. Ich mag Granaten übrigens. Sind beide kaputt? Nee. Geil. Granaten gefallen mir. Die haben echt einen guten Radius. Oh, Alter, jetzt hört mal auf, hier rumzuspawnen. Okay, das muss ich jetzt so. Oh. Oh, was ist das denn? Oh, ich bin abgelenkt, Entschuldigung. Warte, erstmal wieder zum Wesentlichen. Okay, kommt der nächste schon? Voll auf Spannung, kleines Arschloch. So. Oh. Das ist aber auch echt hart, ne, was der Kollege macht. Hat ja nichts mehr mit sich zu wehren oder Notwehr zu tun, nee. Der guckt ihm dabei noch vorher in die Augen. Okay. Gut, wir waren im Vietnamkrieg, wie gesagt, ne? Bisschen Geld. Oh, ein bisschen viel Geld sogar. Kann man mal machen. Was ist das? Ist das eine automatische Shotgun? Nee, okay. Die sah so ein bisschen moderner aus. Lass ich trotzdem weg. Ach komm, ey. Komm doch runter, du feige Schwein. Achso, wir sollten mal eine andere Waffe vielleicht nehmen. Dann sind wir wieder gut gerüstet. Hallo. Fall doch bitte hin. Danke. Sollen wir gleich richtig Palaver machen? Schön die Tür eintreten und alles? Ah, ich glaube, wir müssen immer noch ein Stockwerk höher. Bin ich mal gespannt. Ist das ein kugelsicheres Aquarium oder was? Oder ist das ein Terrarium? Ich kann dich erkennen. Trotzdem ist das kugelsicher. Das springt direkt. Na komm, wir machen mal lieber leise. Wer weiß, was uns erwartet. Klick. So. Oh, ich wette, ich hätte auch wirklich stealth-mäßig hinkommen können. Bärz! Alter! Alter, okay. Komm, fall hin. Fall hin. Fall hin. Okay, ich hab ihn.
Ja, Moment. Oh, den. Okay. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Was kann ich denn hier wohl machen? Ich werde den sowas von aus dem Fenster pfeffern. Ich nehme mal das Geld. $600 waren das nur? Echt? Diese kleinen Geldbündel waren mehr als der ganze Koffer? Oder als die ganze Reisetasche? Oh, ich bin ja schon so ein bisschen verführt. Oh, schau ich das mal an. Ich habe einen Raketenwerfer. Komm, einmal. Na gut. War doch nicht so spektakulär, wie ich dachte. So. Hallo? Glaubst du allen Ernstes, das, was du hier machst, ändert irgendwas? Idiot! Nur zu! Töte mich! Morgen schon kommt ein anderer für mich. Kein Mensch wird das überhaupt mitkriegen. Da irrst du dich. Jeder wird's mitkriegen. In den Straßen unserer schönen Stadt tobt ein Krieg. Ein Schütze stürmte ins Royal Hotel und erschoss eine Unzahl wehrloser Menschen. Da war ein lautes Krachen, wie wenn eine Bombe hochgeht. Ich schaute hoch und dann sah ich einen Mann, der fiel von ganz oben aus dem Gebäude. Dann kamen lauter Männer angerannt und die waren alle bewaffnet. Sie rannten ins Royal und dann fing die Schießerei an. Keine Ahnung, wie Lincoln aus dem Hotel rausgekommen ist. Okay, darf ich mich jetzt nochmal hier durchkämpfen, oder was? Okay. Ja, ich sehe schon. Da steht ein bisschen was bereit. Bleib schön weg hier mit der Molotow-Scheiße. Okay. Nehme ich lieber die Pistole? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Weil die Pistole, die ist echt gut. Also die gefällt mir richtig gut sogar. Wo ist... Bist du jetzt oben? Nach oben gegangen, oder? Wo schießt du hin? Kannst du mir das mal erklären? Ach, weißt du was? Dich lasse ich am Leben, weil du einfach offensichtlich blöd bist. Oder treffen wir uns noch? Ich glaube, wir treffen uns noch, ne? Tja, das tut mir dann leid für dich. Vielleicht ist es.